die Herausforderung heutzutage ist bei der Vielzahl von Herstellern, die alle ihr eigenes Alarmmanagementsystem bringen, diese Sachen unter einen Hut zu kriegen, weil am Ende des Tages laufe ich vielleicht mit einem, zwei oder drei Handys rum, nur weil ich drei verschiedene Hersteller im Hause habe. Jeder verarbeitet seine Meldung anders. Die Herausforderung haben wir angenommen und das Open Gate ins Spiel gebracht. Die Alarmmanagement-Lösung, die wir anbieten, ist natürlich dafür da, in der Gesamtheit Kosten zu reduzieren. Das heißt, Servicetechniker gezielt durch den Einsatz der Alarm-App in Verbindung mit dem Open Gate gesteuert einzusetzen, weil ich halt auch in der App schon sehen kann, wie nah bin ich an einer Anlage. Ich habe in der App Teamfunktionen, um Probleme bestimmten Technikern oder Usern zuzuweisen. Ich kann aus der App agieren und steuern. Die Vielzahl von technischen Anlagen, Meldesystemen und deren Bedienungen machen das Alarmmanagement in Gebäuden oft ineffizient. Das Meldegateway Open Gate der DEOS AG wird einfach im Schaltschrank installiert und mit dem BACnet-Netzwerk sowie dem Internet verbunden. Zur Konfiguration loggt sich der Nutzer mittels Standardbrowser in das DEOS-Portal ein. Die abonnierten BACnet-Meldungen werden IT-sicher an die DEOS-eigene IoT-Plattform weitergeleitet. Alarmmeldungen gelangen über Push-Nachrichten auf die DEOS-Alarm-App der dafür eingesetzten Service-Mitarbeiter. Die Herausforderung im Projekt war, eine zentrale Plattform für alle Meldungen und Alarme des Kunden bereitzustellen. Wir waren in dem Projekt schon mit unserer DDC-Hardware und unserer Secure Connect-Vernetzungslösung vertreten und haben dann die Anforderung bekommen, auch die fremden Fabrikate mit aufzuschalten. Dafür haben wir dann unser Projekt Open Gate eingesetzt, waren besonders davon begeistert, wie einfach die Montage ist und die Inbetriebnahme ist. Die Montage konnte durch die Elektriker erfolgen und die gesamte Konfiguration erfolgte über die Cloud-Plattform. Der Kunde war mit dem Ergebnis sehr zufrieden und das hat im Projekt sehr gut geklappt.